Wir sind hier Montag in Dülmen. Gerade startet der sogenannte Montagsspaziergang zum wiederholten Mal. Herr Eder von der Kreispolizeibehörde, wie sind Ihre Eindrücke von dieser Gruppe? Ja, wir haben festgestellt, in den letzten Wochen immer 50 Leute mehr. Wir hatten letzten Montag 550. Wir haben es heute noch nicht durchgezählt. Ich schätze mal, das werden wir heute auch erreichen. Und wir haben auch eine Gegenveranstaltung, einen Informationsstand, wo auf die Impfnotwendigkeit hingewiesen wird, um die Pandemie bekämpfen zu können. Aber da sind diese beiden Gruppen sich halt konträr gegenüber. Jetzt geht es hier nicht so laut zu wie auf manchen krawalligen Demos. Was sind das für Menschen, die demonstrieren? Das sind aus meiner Wahrnehmung ganz normale Menschen. Das könnten unsere Nachbarn sein. Es ist nicht so wie eine Links-Rechts-Konfrontation. Es sind ganz normale bürgerliche Leute. Das Einzige, was dabei erschreckt, es kommen vereinzelt Personen aus der rechtsradikalen Szene mit dazu, die versuchen, Ordnungsfunktionen wahrzunehmen. Und das finde ich so erschreckend, dass diese bürgerlichen Leute sich diesen rechten Kräften so unterordnen. Das heißt, hier durchmischt sich sozusagen eine bürgerliche Gruppe mit klar extremistischen Kräften. Ja, die bürgerlichen Gruppen lassen sich von zwei, drei Rechtsextremisten, die hier mit auftauchen, lenken. Und das finde ich erschreckend. Ja. Jetzt sind diese Veranstaltungen nicht angemeldet. Das scheint Usus zu sein hier im Kreis Großfeld. Ja, die Spaziergänge werden grundsätzlich nicht angemeldet. Das ist Teil der Strategie der Spaziergänger. Deshalb spreche ich auch von Spaziergängen. Für die Polizei sind es Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz vom ganzen äußeren Gepräge her. Und Versammlungen müssten angezeigt werden, 48 Stunden bevor man einlädt. Das machen die grundsätzlich nicht. Aber nur eine unterlassene Anzeige rechtfertigt nicht zur Auflösung der Versammlung. Es müssen weitere Gefahren für die öffentliche Sicherheit hinzukommen. Und diese Leute sind total friedlich, sodass eine Auflösung nicht zu rechtfertigen ist. Jetzt tragen aber die allermeisten hier keine Maske und das in Omikron-Zeiten. Gefährlich ist es ja doch. Das ist sicherlich gefährlich, das sehe ich auch so. Aber hier sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen so, dass für den Infektionsschutz alleine die Ordnungsämter zuständig sind. Und die Polizei hat nur eine Zuständigkeit für Gefahren, die typischerweise von Versammlungen ausgehen. Wie ist denn die Arbeit für die Beamten? Ist das lästige Pflicht oder wie empfinden Sie das? Ja, allein im Kreis Großfeld haben wir mittlerweile 6 Kommunen, wo solche Spaziergänge an den unterschiedlichen Wochentagen stattfinden. Das ist natürlich eine ziemliche Belastung für uns, weil wir immer wieder die Kräfte stellen müssen. Man muss es auf jeden Fall begleiten. Sie sehen ja auch heute, was hier an Polizei geleistet wird. Und das haben wir jetzt an 3-4 Tagen in der Woche. Die Kollegen machen in der Zeit natürlich nicht ihre eigentliche Arbeit. Das heißt, die Demonstranten, die Spaziergänger binden Kräfte, die woanders besser. Genau so ist das. Und wenn man in die Telegram-Gruppen hineinguckt, dann ist das auch Teil ihrer Strategie. Man will Polizei binden und Polizei zermürben. Also am Ende doch perfider Widerstand. So kann man es bezeichnen, ja. Ja, vielen Dank, dass Sie uns den Einblick gewähren. Bitte. Danke.